Herzlich willkommen im Handelsleuten. Es folgt ein Beitrag zum Investmentgeschehen. Für getroffene Äußerungen jeder Art kann keine rechtliche Verantwortung übernommen werden. Insbesondere sind mögliche Annahmen und Voraussichten nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen. Dow Jones crasht um mehr als 90%. Was zunächst für viele Anleger vielleicht wie eine Horrornachricht klingt, könnte irgendwann Realität werden. Der Dow Jones ist seit langem bekannt für große und nahezu stetige Gewinne. Viele Anleger investieren ihr Vermögen lieber in den amerikanischen Leitindex als etwa in den DAX. Dieses Geschehen trieb die Aktienkurse weiter nach oben und viele Anleger konnten gute Gewinne einfahren, was die Stimmung weiter beflügelte, jedoch auch zu einer Blasenbildung führte. Beim nächsten Crash wird der Dow Jones wohl besonders hart getroffen. Die Aktienkurse liegen inzwischen weit über dem relevanten Buchwert und regen Aktienkurse, sich langfristig dem Buchwert anzunähern. Beim nächsten Crash könnte der Dow Jones um mehr als 90% crashen. Zur Verdeutlichung legte ich in einer der Folien eine Übersicht über aktuelle Kurs- und Buchwerte der besonders großen Aktientitel bei. Schlussfolgerungen: Die nächsten Investitionen in den amerikanischen Leitindex sind mit größerer Vorsicht und Bedacht zu tätigen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Dow Jones nicht immer steigen wird, sondern sich irgendwann auch wieder seinem tatsächlichen Wert annähern wird. In anderen Indizes lässt sich bei geringerer Rendite womöglich sicherer investieren. Nach einem ersten Schwung, sobald die großen Sorgen um die Corona-Pandemie vorbei und die allgemeine Marktstimmung voraussichtlich euphorischer sein wird, ist Gewinne absichern und abwarten womöglich eine gute Strategie. Nach einem möglichen Crash lassen sich die gewünschten Aktientitel weitaus günstiger erwerben. Zum Abschluss ein kurzer Vers: Das renditestarke Pferd wird nicht ewig galoppieren. Irgendwann gibt es viel zu verlieren. Vorher sollte man vorsichtig sein. Verluste werden dadurch womöglich klein. Nach einer finsteren Nacht könnte es dann weitergehen. Anschließend lässt sich das gleiche Rennen sehen. Verluste begrenzen, rausgehen und abwarten können helfen beim neuen Starten. Achtung, dies war ein Beitrag zum Endgeschehen. Für getroffene Äußerungen jeder Art kann keine rechtliche Verantwortung übernommen werden. Insbesondere sind mögliche Annahmen und Voraussichten nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen.